Willkommen zurück. Ich will das Spiel mit dem Trifinisch-Koeffizient noch einmal vormachen für eine Preissenkung. Im letzten Video habe ich es gezeigt anhand einer Preiserhöhung. Der Trifinisch-Koeffizient, auch kurz genannt T. Und T ist ein Doppelbruch. Im Nenner steht der auslösende Faktor und im Zähler steht das, was passiert. Und das, was hier passiert, ist eine Preissenkung. Senkung. Die Preisveränderung sei also hier eine Preissenkung. Eine Preissenkung des Produktes A. Streng genommen steht hier PA im Nenner und im Zähler dieses Doppelbruchs Delta PA. Also Delta PA durch PA steht hier. Und dieses Delta PA, dieser Zuwachs des Preises von A, ist negativ. Eine Preissenkung. Das heißt, hier im Nenner steht ein Minus. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Das ist also die Preissenkung vom Produkt A. Preissenkung von A und der Preis von A geht runter. Das ist also ein Minus. Und jetzt machen wir wieder unsere Nebenbetrachtung. Was passiert mit der Menge des Gutes A? Die Menge x von A. Die Menge des Gutes A geht rauf. So. Und nun ist die Frage, was passiert mit der Menge von Produkt B? Denn der Trifinisch-Koeffizient ist ja eine Kreuzpreiselastizität. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal, und das ist der erste Fall, also Preissenkung. Und jetzt müssen wir wieder zwei Fälle unterscheiden. Mal überlegen, wie wir das machen. Das ist die Menge XB. Die Menge des Produktes B. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, zwei Fälle. Der erste Fall ist die Menge des Produktes B. Geht runter. Die Menge des Produktes B geht runter. XB geht runter. Das heißt, wir haben hier ein Minus. Und damit haben wir, wenn wir unser Doppelbruch betrachten, ein Minus durch Minus. Und das bedeutet, T ist größer 0. Und das ist eine substitutive, eine ersetzende Beziehung. Spielen wir es wieder durch. Der Preis für Butter geht runter. A ist Butter.